Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Search. Ja, leider ist die einzige Search, wir machen die Search nach unserem Altmetall und das ist gleich vorbei, denn da oben dürft's liegen. Und da kommt dann direkt so ein Penner, der uns umnatzt. Guck mal, der haut mich einfach weg! Nee, ich scheiß auf mein Altmetall, ganz ehrlich. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist doch bescheuert. Ich komme da nicht hoch. Ich kann gegen den Typ nichts machen. Ich habe gerade geblockt, ne? Ich habe gerade geblockt, Leute. Und da ist schon wieder 24.000 Altmetall weg, was mich extremst ankotzt. Extremst. Oh nein. Ja, mein Altmetall ist verloren gegangen. Ja, wie soll ich es mir auch da wiederholen, ihr Schweine, ey? Das ist so assi. Ja, es ist meine eigene Schuld, dass es da rumfliegt. Ich weiß. Ich will den anderen haben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Er ist geplatzt. Wow, also wenn ich ihn. Okay, ich muss ihn nur hin auf die Kanister schlagen? Das ist ja einfach. Ich meine, das habe ich ja schon lange gesehen, aber es hat nie funktioniert. Maximale Ladung für nanomodifizierte Chemikalien im Test Utopia. Lektion. Ich finde es sau bescheuert, dass jetzt wieder 24.000 meines wunderschönen Altmetalls im Arsch sind. Einfach so. Einfach, weil das Spiel sagt, jo. Computer says no. Das ist einfach nur der Grund. Weil man den Typen einfach nicht besiegen kann da oben. Das ist völliger Quark. Es geht einfach nicht. Komm schon. Geht mir auf den Senkel. Okay, der hat gut gesessen. Der hat auch schön gesessen. Ich habe ihm nicht genug Schaden an dem scheiß Körperteil gemacht. Das ist so bescheuert. Ja, rostiges Metall, das ist gut. Die sind teuer. Kommt da wieder einer rausgesprungen? Oh nein, eine stärkere Variante der Assi-Roboter. Nein. Ich will nicht. Aber jetzt bin ich hier, das ist schön. Ich muss zumindest nicht mehr durch den Kack da latschen. Aber das heißt, hier geht's weiter? Nee, das kann überhaupt nicht sein, dass es hier weitergeht. Nee, nee, nee. Aber warum muss ich jetzt auch noch den Assi-Roboter hier wieder machen? Du lebst doch. Ich sehe das doch. Oh, das. Hübsches Mädchen. Wohl die Tochter von jemandem hier. Ja, und dann sowas noch, ne? Ergolith. Ergolith? Ja. Ich kann mit dir reden. Oh, ich muss ihn gar nicht töten. Papa, können wir jetzt nach Hause? Mein das Bein ist Maddie? Oh, er hat wohl seine Tochter verloren. Papa hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Die Arme. Also, du bist Maddie. Ja, woher weißt du, wie ich heiße? Hat Papa dich geschickt? Oh, die Arme. Alles okay? Was ist mit deinem Bein passiert? Papa und ich haben mit den anderen Verstecken gespielt. Sie waren unfair. Sie haben mich gehauen, als sie uns gefunden haben. Aber ich habe zurückgehauen. Dann sind sie weggerannt. Ich war nicht schnell genug, um sie zu fangen. Oh, wie übel, ey. Die hat seine Tochter da reingesteckt. Ich mag sie nicht. Ja, die spielen auch nicht fair, die Schweine hier. Dein Papa hat mich geschickt. Er macht sich ziemliche Sorgen. Warum hast du dich nicht bei ihm gemeldet? Weil dann hätte er mich doch gefunden. Weißt du nicht, wie man Verstecken spielt? Ist er böse auf mich? Es tut mir leid. Ich rufe ihn an, damit er kommt und mich holt. Ich muss jetzt gehen. Sei ein braves Mädchen und bleib hier, damit dein Papa dich findet, okay? Oh, bei Creo, okay. Die sind schon pervers. Oh, wie süß. Okay. So bist so langweilig. Ja. Und ich brauche mehr Altmetall. Hast du nicht noch ein bisschen Altmetall? Du bist Altmetall. Kann ich dich kaputt hauen? Ja. Machen wir das mal nicht. Werde ich schon, glaube ich, im Stream gucken, ob ich so kaputt hauen kann. Einfach aus Spite wegen dem Scheißgebiet hier. Ja, ist schön. Und jetzt? Erneut darf ich Jonah Guttenberg, Gründer und CEO jetzt von muss Creo, ich da hoch. Heute hier begrüßen. Jonah, oh, danke, dass du hier so bist. Eine Freude, das hier, immer ne? Eine Freude. Das hier ist so eine Freude.
Da gehe ich wieder drauf und verliere alles. Das hat keinen Sinn. Ich probiere es. Was soll ich tun? Ja, geil. Geil. Aua, weg da. Alter. Okay, ich habe mir ein Bein abgeschnitten. Kriege ich dafür was? Proteus. Oh, Proteus Beimodul. Was ist das denn? Oh, ist wieder aufgestanden, ne, der Drecksack. Oh, ne, er krabbelt da rum. Oh, endlich komme ich hier raus. Okay, cool. Das heißt, ich kann seinen Scheiß hier holen. Versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, Alter, guck mal. Die ich habe das Bein abgerissen und er geht einfach weiter. Jeden Tag die Drecksau. Aber er hat Energie, glaube ich, verloren. Wow, die ganze Zeit, wollte ich sagen. Es ist eine große Aufgabe. Ja, okay, jetzt kann ich mir den Scheiß auch wiederholen, ne? Was es auch kostet. Oh nein, 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 nein! Was? Wieso ist hier auf einmal noch einer? Du miese Ratte, ey. Du miese Ratte, die du bist. Mir so leid, man. Du miese Ratte. Das war unfair. Das war einfach nur unfair. Alles wird gut. Papa bringt das in Ordnung. Schon okay, Papa. Bitte sei nicht traurig. Ja, ich habe deine komische Tochter gefunden. Nein, es ist nicht okay. Die hat ein bisschen zugenommen, habe ich das Gefühl. Ich hätte da sein sollen. Ich habe dich so vermisst, mein Schatz. So vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Papa. Das Gute ist, hier geht die Zeit nicht runter. Das ist absolut super gemacht. Muss man ja sagen, muss man sich echt loben für. Ich danke dir. Du weißt nicht, was es für mich bedeutet, sie zurückzuhaben. Denn das ist, soll so sein in der Safe Zone. Zu schließen. Die haben mir das Bein gebrochen. Hm. Diese Bastarde haben mir das Bein gebrochen und ich kann ihr nicht helfen. Ich habe einfach keine Möglichkeit. Was brauchst du, um Maddie zusammenzuflicken? Ich weiß nicht, es sieht nicht gut aus. Ich muss es vollständig rekonstruieren. Die Werkzeuge sind nicht das Problem, aber ich benötige ein Bein von einer kompatiblen Quelle. Mhm. Du wirst eins bekommen. Ich kümmere mich drum. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Männer wären wie du. Gott, oh Gott. Also das ist deine Tochter, hm? Ja, das ist Maddie. Sie mag dich sehr, weißt du? Ja. Okay, das ist toll, denn ich mag sie. Danke für alles. Ich wäre nichts ohne sie. Es ist unnötig, darüber zu reden, dass sie ein Roboter ist. Mir geblieben ist. Es ist völlig unnötig, darüber zu reden, weil der weiß das sehr wohl. Aber seine Tochter ist wahrscheinlich verletzt worden, gestorben oder sowas. Und, ja. Er blüht einen Garten über Nacht. Hier oben müssen diese Penner jetzt rumlaufen, oder? Das war doch hier oben. Sag mir bitte nicht, dass das woanders war. Also vielleicht nicht auf dieser Seite, aber auf der anderen. Die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ging. Nee, das war nicht hier oben. Hat es zwei Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Das heißt, ich muss jetzt schon wieder da hinten nur durch. Oh, es ist so anstrengend, immer diesen Weg gehen zu müssen. Und das sind so viele Gegner. Entwickeln wir Projekt Resolve weit. Viel zu viele Gegner. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creel arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen... Dummbeutelalarm. Ich kann jetzt auch nicht wirklich aufrüsten. Ich könnte, aber ich mache es noch nicht. Ich will meine Seelen retten, ich will mein Alter retten. Cool, es ist... Wenn sich Gegner außerhalb deines Schussfeldes aufhalten können, dann ist das... ist da irgendein Fehler. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Okay, der darf nicht mehr Feuer machen. Wenn der jetzt Feuer macht, bin ich tot. Schon wieder. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay. Ich hasse den ihre Attacke und ich verstehe sie einfach nicht. Macht den EMP-Feld oder sowas? Schubbert der sich ein? Okay, so, damit ist der Typ schon mal nicht mehr so ein großes Problem.
Ah, what? Guck mal, was der für mich, wie viel Initialschaden gemacht hat, Leute. Und da hinten steht der Typ, der muss jetzt aufpassen. Der hat Initial-Damage, ey. So, tot. Einfach nur weg mit den Pennern. Das ist ja echt nicht mehr wahr mit euch. Der Initialschaden, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich hatte echt gehofft, das wäre jetzt vorbei, ey. Au, ja, ich hatte vergessen. Es ist so assi. Es ist so asozial. Es ist so absolut mega asozial, Leute, ey. Oh, es ist so asozial, das Spiel. Gerade ist es so gemein und so böse und so versaut und kacke und meh. Dass ich einfach nur kotzen möchte, ey. Man kommt ja auch nicht mehr dahin, wo man mal war, ne? Okay, den brauchte ich. Den brauche ich auch. Also für mein Wohlbefinden, mein geistiges und seelisches. Ein komplettes. Oh nein, nee, 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 mein Freund. So kriegst du mich nämlich nicht. Die Attacke kann ich nicht ab, ey. Die staggert auch Ultras, ne? Genau wie die da. So, danke. Nächster ohne Fahrschein. Ich hätte eigentlich gerne deinen Arm. Und ja, ich will den Au, den Mist hier haben, damit er schon schön Schaden nimmt davon. Habt ihr den Schaden gesehen, Leute? Es geht auf keine Kur, was die hier für einen Schaden machen können. Oh, du bist ja auch noch da. Wo kamst du denn jetzt her? Das war immer noch nicht sein. Irgendwie geht das. Natürlich habe ich jetzt voll abbekommen, den Scheiß. Ah, jetzt. Zerspratzt. Oh, wirklich alles abgespratzt. Das ist ja wie ein Fallout, ey. Genial. So, jetzt die Typen noch schnell. Die dürfen hoffentlich ein bisschen schneller gehen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Damit ich noch ein paar Sekunden zusammenbekomme. Der Angriff ist super, wenn er so rumspringt. Ist voll cool. Der ist total unsinnig, aber er ist trotzdem super. Oh oh. Nicht, dass der mich erwischt. Weil der macht so viel Damage. Das war lucky, dass ich an ihm vorbeigesprungen bin. Und wieder 20 Sekunden. Und... okay. Und wieder 20 Sekunden. Damit haben wir sogar ein bisschen was aufgeholt. Sehr schön. Sehr schön. 150 Wolfram MK2. Es ist pervers, ey. Wie viel Shit man hier bekommt. Okay. Damit hat er mir alle meine Ausdauer geraubt, mal wieder. Der dreckige, miese kleine Ziegenpeter. Ziegenpeterle. Oh, das ist so assi, ey, Leute. Das ist so assi. Und man verliert so viel Energie pro Sekunde. Ach, der ja jetzt noch, ne? Ah, Freude, 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 Freude. Freude, Freude, Freude. Danke, dass du hier bist. Es ist wie immer eine Freude. Damit fehlt ihm jetzt ein Arm, ne? Wenn er wieder aufsteht. Das ist nicht gut, wenn man das macht. Jetzt habe ich seine Waffe bekommen. Codename Parsifal.
sehr gut. Also die kann man wirklich ausnehmen. Nein, ich hab zu danken. Ach ja, das hat der auch noch. Machst du gut. Machst dir schön stinkende Luft. Ist voll toll. Du kannst machen, dass die Luft stinkt. Du bist ein Zauberer, habe ich gehört. Okay. Jetzt 20 Sekunden drauf. Das Blöde ist, ich komme nicht an mein Zeug. Ich komme nicht an mein Zeug. Oh Gott, ja, geil. Dummerweise wieder da hoch. Hat er noch was fallen lassen? Nee. Dann hat man noch eine Minute 26, was wieder wunderschön ist. Vor allem, weil ich den Typen ja nicht so gut besiegen kann, ne? Das ist voll toll. Erneut darf ich Jonah Guttenberg, Gründer und CEO. Wir nehmen aber mal die bessere Heilung und sorgen dafür, dass er uns nicht einfach so überraschen kann. Hoffentlich. Oh nein, es ist so blöd! Es ist so blöd gemacht, ey! Okay, jetzt ist er runtergefallen. Ich gehe hinterher. Oh Gott. Das macht so viel Damage mit dem Ding. Aber jetzt kriege ich wenigstens seine Armrüstung. Seine Beinrüstung haben wir ja aus irgendeinem Grund schon. Eigentlich cool, dass die jetzt auch wieder aufstehen. Eigentlich sehr, sehr cool. Aber irgendwie auch sehr, sehr doof. Okay, jetzt schnell weiter. Ich glaube, dort lang. Scheiße. Das ist der Ausgang. Oder das ein Ausgang. Tot, aber das war der falsche Ausgang. Scheiße, ich krieg mein Altmetall nicht mehr wieder. Hier geht's zum OPS. Hab's. Das ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Ich bin einigen Leuten zur Forschungsabteilung gefolgt. Bin außer Sichtweite geblieben. Hatte zu viel Angst, näher ranzugehen. Wir erschaffen ein neues Paradies. Niedergemacht, was ein ich Utopia. Hier ging's doch zum OPS, oder? Sie sahen normal aus, aber man weiß halt nie. Erst in der Forschungsabteilung konnte ich sehen, warum sie so wütend waren. Das ist das erste Mal, dass ich hier bei Creo hinter die Kulissen geschaut habe. Ich wünschte, ich hätte es nicht. Resolve ist eine Lüge, das ist jetzt offensichtlich. Aber es kommt schlimmer. Die haben hier irgendein krankes Frankenstein-Cybernetics-Programm am Laufen. Das ist der pure Horror. Wir alle kennen die Antworten. Wenn die Medien je davon Wind kriegen, gibt es auch jede Menge Namen. So schnell wie geht mir immer auf den Vorstand. Boah, guck dir das an, ey, wie der Schaden machen kann, der Typ. Aber ich will nur zum OPS, das ist alles. Oh, das war dumm, da hinzugehen. Und, oh, das war knapp. Puh. Ich will die Panzerung von denen haben, die ist sicher ultra geil. Oh, die stehen ja wieder auf, ich hab's vergessen. Aber geil, ihr seid noch ein Oberkörper. Oh, du kleiner Penner. Oh, aber er haut immer noch ganz schön rein, weil man mich nicht treffen kann, den Drecksack. Ey, wenn mehrere von denen kommen, dann hast du echt verschissen. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert. Oh, bitte. OPS, OPS, OPS. Stück für Stück näher. Safety. I need some safety. Oh ja, gut, das ist auch okay. Was es auch kostet. War das das OPS? Wir erschaffen ein neues Was? Es gibt keinen Shortcut hier? You've got to be freaking kidding me, man. Es muss hier einen Shortcut geben, bitte. Oh, hier ist noch was. Okay, Schrotthaufen aus Tech-Materialien oder Hightech oder whatever, I don't care. Okay,
Okay, aber hier habe ich mittlerweile so ein bisschen einen Anhaltspunkt gefunden. Wenn er mir nicht dauernd die Ausdauer abziehen würde, der Dreckige, ne? Okay. You dead. So, jetzt bitte lass mich da runter und gib mir einen Shortcut. Bitte gib mir einen Shortcut hier hin. Ich will die Rüstung bauen, die ich da jetzt bekommen habe. Ich habe jetzt Brust, ich habe Arme, ich habe Beine, mir fehlt nur das Kopfteil. Dann habe ich die volle Rüstung. Okay, wir sind jetzt hier. So what? Und zum OPS zeigst du mir nur in die andere Richtung. Nicht erfasster Bereich, keine Aufzeichnung verfügbar. What? Geheimbereich? Ah! Ihr seid doch alle scheiße hier. Es ist so dumm, wenn ich so verlangsamt bin. Ich komme nicht weiter. Leute, ich komme hier nicht durch. Mich blockt dieser scheiß Robo. Ach so, weil er da noch Kiste hat mit irgendwas drin. Sehr schön. Scheiß Servicebotter, ey. Oh, nö, 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 nö. Ich will zum verdammten OPS, Leute. Gebt mir einen Shortcut. Lasst mich die Rüstung bauen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeug. Ich habe ein bisschen Altmetall. Nicht viel. Das würde mir vielleicht gerade so reichen, um diese blöde Rüstung zu bauen. Guck mal, ist wieder auf der anderen Seite der Scheiß. Ah, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel, Leute. Da krieg euer Hals. Oder was auch immer das war gerade. Es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön, Freunde. Komm schon, jetzt gib mir doch mal einen Shortcut, einen ordentlichen. Weil hier steht zum OPS, geht's da raus. Ich meine, ich kann da runterspringen, aber dann bin ich tot. Schaut's euch an, hier ist kein Shortcut. Ich kann doch nicht jedes Mal diesen ultraweiten Weg latschen, Freunde. Das geht nicht. Das geht einfach gar nicht. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Ja, da kann ich hinspringen, aber das ist mir jetzt so riskant. Ich will erst ein paar mein Zeug retten hier. Hier geht's ja auch noch lang. Ja, sorry, wenn ihr nicht viel seht, aber das, ja, ich sehe auch nichts. Gut halt auf Beidseitigkeit. Dann gucken wir uns halt erst hier um, ist mir auch egal. Okay, haut wieder an, ist die Birne kaputt. Oh, V5. Schnieke. Ich hab doch V2 oder sowas drin, ne? Da, ein V5er. Nett. Ist aber immer noch nicht wirklich viel besser, aber nice. MK5 geht sogar hoch. Okay, cool. Geht vielleicht alles auf MK5. Scheiße. Was zur Hölle war das? Und vor allem, wie komme ich zurück? Oh, jetzt bin ich hier, ne? Oh, wie schön. Och, wie wunderbar. Ey, das war gemein. Guck mal, ist wieder weg, ne? Das Loch, wo ich gerade durchgefallen bin. Ach ne, da ist es. Oh, wie fies. Was mache ich denn jetzt? Ich will da wieder hin. Ich glaube nicht, dass das der Rückweg ist. Egal, ich sichere jetzt erstmal mein Altmetall, Leute. Und dann müssen wir halt wieder hier hinfahren. Ist mir auch wurscht. Weil, ich will jetzt gucken, ob ich diese Proteus-Rüstung machen kann. Und wie gut die ist. Hey, mein Freund. Der war cool. Oh, der war super cool. So, tot. Ich will hier kein Risiko eingehen mit euch Pennern. Scheibenkleister, ey. Aber hier bin ich eh falsch, meine ich. Das hier war ja nicht der Rückweg, der Shortcut, den ich jetzt immer genommen habe. Ich war wahrscheinlich ganz kurz vor einem Shortcut, Leute, und bin jetzt hier runtergefallen. Toll. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ich weiß gar nicht mehr, was soll ich holen? Bitte sag mir, dass du ein Bein. Ich habe es versucht, aber. Ne, ich habe keinen. Ich sollte gehen. Das stimmt fast nicht. Papa hat gesagt, du bist unser Freund. No, ja, bin ich. So. Ein bisschen Zeug habe ich gesammelt. Oh, 50.000. Wow, habe ich jetzt so viel her auf einmal. Cool. Proteus Set, ne? Wo steht's? Proteus Armmodul. Goliath-Klasse. Oh, mehr Angriffsgeschwindigkeit, mehr Angriffskraft.
Der Ausdauerverbrauch mal ausweichen geht hoch. Das ist nicht so schön, aber sonst. Der Ausdauerverbrauch generell geht hoch. Finde ich Unsinn, weil das so ein Skelett soll ja genau das verhindern, dass man eben mehr Ausdauer braucht. Ich habe sehr viele Kraftregulatoren. Das ist also ein MK1. MK1 hat keine Beine mehr. Okay, Beinmodule kann ich mir gerade nicht leisten. Die brauchen 6 Kernleistungen. 7 Kernleistungen. Oh, ey, scheiße. Kannst du haken, aber weißt du was? Da wir hier so viel haben gerade, will ich das Set einfach vollständig bauen. Nein, ich habe zu wenig MK1. Dann müssen wir echt nochmal MK1 farmen gehen, Leute. Also nicht wir, sondern ich im Endeffekt nur. Ich meine, für Sentinel-Klasse bekomme ich zwar nichts mehr. Da ich jetzt eh so viel brauche. Okay. Nochmal 2 extra. Heißt das, ich kann jetzt mein zweites Bein anziehen. Ach, das, was ich anhabe, kostet ja nur 2. Ne? Ich brauche jetzt noch einen mehr für das Bein. Scheiße. Ich habe immer noch nicht die Brustpanzerung. Ich finde, man bekommt die zu spät, die Rüstung. Ich hätte gedacht, man bekommt die jetzt schon. Ach, die Schlüsselkarte. Registriert auf Alec Norris, Forschungsabteilung, erweiterte KI-Entwicklung. Sie sollte die Tür zu seinem Büro öffnen. Ach so. Nur das. Das ist keine weitere, keine großräumige Sicherheitsfreigabe. Schönen Tag, Warren. Ja, toll. Schönen Tag, dir auch. Kacke. Was kommen wir jetzt? Doch mit jedem neuen es gibt keinen besseren Shortcut, Leute. Also den da oben gerade. Entwickeln wir Projekt Results. Das heißt, ich bin schon wieder da durch. Aber Leute, ich werde hier mal einen Cut machen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Warte mal, wir könnten noch eine Sache machen, nämlich dieses Zeug durchchecken. Die sind gut. Stabilität hoch vor allem, weil es Goliath ist. Und super plus Angriffsgeschwindigkeit und genauso viel an dem anderen Kram hoch. Die geht sogar schon auf 22. Nice. Ja, die werden wir anziehen, Leute, sobald wir es können. Die sieht auch voll gut aus. Passt zu dem weißen Exoskelett, das wir gerade haben. Oh well, sobald es geht, werden wir die natürlich anziehen. Und solange, ja. Freut euch auf mehr von dem Spaß hier. Das Spiel ist so toll, in dem Punkt. Das hier und das hier. Und der Typ tritt mich schon wieder, der Drecksack. Und die Drohnen scheint. Wow, ich habe ihn echt umgenockt. Das ist ja krass. Okay, das war lucky. Verbessert eure Arme. Bringt uns unserem Ziel. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich wollte eigentlich anspringen. Das war nice, außer dass er mir wieder 88 Schaden reingeballert hat. Ja, komm, haben wir dich auch noch. Kannst gerne feuern. Cool, wie wenig Schaden der bekommt. Ich bekomme 200 fucking Damage, Leute. Ja, und bin schon wieder tot. Seht ihr? Ich bekomme 200 fucking Schaden. Er bekommt 20. Das ist manchmal, Leute. Ah. Nicht aufregen, Gary. Alles wird gut. Ah, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.